Mein Name ist Konstantin Hassemer, ich bin Studiendekan des Studiengangs International Management Asia Europe. Das ist ein internationaler Management-Studiengang mit einem Fokus auf Asien und Europa. 3 Semester lang, 90 ECTS, mehrheitlich in englischer Sprache unterrichtet. Ja, dieser Studiengang, der richtet sich an Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von Asien-Studiengängen, internationalen Management-Programmen oder ähnlichen Studiengängen. Der rote Faden, das ist das Thema Komplexitäts- und Risikomanagement. Und dieses Thema bilden wir multidisziplinär ab. Das bedeutet, unsere Studierenden kriegen hier eine vielseitig ausgestaltete Kompetenz mit Risiken, mit Unsicherheit, mit Dynamiken professionell umzugehen. Ich bin Lukas. Hi. Ich komme direkt aus Taiwan. Ich bin jetzt wieder in Konstanz seit heute. Also ich habe in Taiwan das Double Degree gemacht und mit einer gemeinsamen Masterarbeit dann 2 Abschlüsse gemacht. Für die berufliche Zukunft bedeutet das für mich einfach, ich habe viel Zeit gespart und kann früher ins Berufsleben einsteigen. Ich habe 2 Abschlüsse in der Tasche, die mir also erlauben, in 2 verschiedene Richtungen zu gehen. Ich bin flexibel und das finde ich für den jetzigen Arbeitsmarkt super. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, da jede Chance zu nutzen, ins Ausland zu gehen. Die HTWG hat mich im Ausland sehr gut beraten, auch im Vorfeld. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Es gab immer ein offenes Ohr. Ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Studienprogramms ist die Möglichkeit für unsere Studierenden, ihre Erfahrungen im internationalen Management auch tatsächlich in der Realität abzuprüfen. Studierende haben die Möglichkeit, an unseren regelmäßigen Exkursionen nach Asien teilzunehmen. Sie haben die Möglichkeit, ein Auslandssemester an einer unserer 6 bis 8 Partnerhochschulen im Masterbereich tatsächlich zu absolvieren. Und die dritte Möglichkeit, die Erfahrungen wirklich im Auslandskontext abzuprüfen, ist die Option, ein Doppelabschlussprogramm mitzumachen, das wir mit unserer Partnerhochschule in Taiwan seit 2019 gestartet haben. Peter Franklin, Professor für interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management in den asienbezogenen Studiengängen, unter anderem auch in MIM. We have German students and Asian students. We also have students who've come from the university with a more academic background, having studied sinology or Asian studies at the university. And we also have students from the Fachhochschulen, from the universities of applied sciences. One of the really big advantages of MIM is the fact that we have very small class sizes. Yes, there are lectures and the students want lectures, but we do a lot of case studies, discussions, exercises. This course of studies will enable you to work, manage and lead in complex situations, in complex contexts. Hi, my name is Christian von Lübcke. I'm professor of Southeast Asian Studies here in our MIM program. I teach on the economies, on the societies of the ASEAN region and geopolitical developments in the wider Asian Pacific. The future is Asia. Asia is so rapidly changing economically, but also socially and technologically. So we have no choice but to try to understand where is Asia heading. Employment markets are changing as well. And I think here at this MIM program, what we can provide students with is really to get a better understanding and a better base, a better knowledge base, how to interconnect these different pieces together. Ich habe in China 5 Jahre gelebt und habe viele unbefriedigende Situationen zurückgelassen, wo ich eben nicht mit mir im Reinen war und auch nicht wusste, wie ich letztendlich das produktiv auflösen kann. Und all diese Missverständnisse, die so unterschwellig so mitschwingen, gerade in so Situationen, wo man eigentlich versucht, produktiv und konstruktiv zu sein,
Das ist das, was ich mitbringe, was ich aufgearbeitet habe für den Unterricht und warum ich auch so davon überzeugt bin, dass wir mit Fallbeispielen praxisnah arbeiten müssen und uns immer wieder in so Situationen erstmal versetzen müssen im geschützten Raum Hochschule, um dann das dann später in der beruflichen Praxis möglichst konstruktiv und positiv und befriedigend und in Kontakt mit uns selber bewältigen zu können. Für meinen weiteren beruflichen Weg habe ich an Kompetenzen in Taiwan auf jeden Fall erworben. Interkulturelle Fähigkeiten, ich habe ein bisschen Chinesisch gelernt auch. Dieses ganze Harmonische, was dort in der Kultur einfach mehr verankert ist als bei uns, also mit kleinen Geschenken Aufmerksamkeit zeigen und solche Dinge, das wird auf jeden Fall mich weitertragen. Außerhalb des Studiums gab es auf jeden Fall Zeit, Land und Leute kennenzulernen, es gab Zeit zu reisen. Es gibt lange Semesterferien von 3 Monaten. Ich würde das wieder so machen. Insofern, ja, lade ich Sie ein. Bewerben Sie sich bei uns in Konstanz für das Masterprogramm International Management Asia Europe. Es ist ein Programm, was Ihnen die Türen nach Asien weit aufschließt.